Sie kamen aus den weiten Steppen Asiens. Wilde Reiter auf schnellen Pferden. Sie flogen gen Westen, raubten, brandschatzten, mordeten. Skythen, Hunnen, Awaren, Mongolen. Königreiche erzitterten vor ihnen. Wer waren diese wilden Reiter? Warum hatten die mächtigen Reiche des Westens mit ihren Burgen und Festungen diesem Fluch nichts entgegenzusetzen? Die endlose Weite des Ostens. Die Zaren und ihre kommunistischen Nachfolger nutzten die eisige Ödnis immer schon als Verbannungsort. Die Hölle hatte einen Namen: Sibirien. Unzählige Züge rattern auch in den Jahren des Ersten Weltkriegs ins kalte, ferne Land, vollbesetzt mit deutschen Kriegsgefangenen. Was erwartet diese Männer? Arbeit, Kälte, Hunger, Vernichtung. Erschießungskommandos sind an der Tagesordnung. Bei den Gefangenen besonders gefürchtet sind die Kosaken. Die Gefangenenlager Sibiriens, Orte ohne Wiederkehr. Irgendwo ganz weit weg. Daljoko heißt dies im Russischen. Daljoko nennt der kriegsgefangene Oberleutnant Gero von Meerhardt sein sibirisches Tagebuch, in dem er die Schrecken und Erlebnisse seiner Gefangenschaft festhält. Der Geologe und Vorgeschichtler Meerhardt entkommt dem Inferno der Lager, als er 1919 zur Museumsarbeit abgeordnet wird. Die Rettung. Obwohl das Grauen des Bürgerkriegs eine ständige Bedrohung darstellt, beginnt Meerhardt an den Ufern des Jenissei mit archäologischen Forschungen. Das Leben bleibt hart und gefährlich. Die Bauern im Dorf, bei denen Meerhardt während der Grabungen unterkommt, haben selbst nichts zu essen. Und immer wieder tauchen Soldaten auf. Misshandlungen, Erschießungen, dazu Typhus und Hunger. Endlich Ausgrabungen. Meerhardt ist in seinem Element. Es gibt so vieles zu entdecken. Die Steppe steckt voller Rätsel. Riesige Grabhügel, Kurgane, steinerne Stelen mit unbekannten Zeichen und fremden Gesichtern. Die stumme Hinterlassenschaft versunkener Kulturen. Nach der Grabung geht die Arbeit im Museum weiter. Während draußen der Bürgerkrieg tobt, versucht Gero von Meerhardt, in die reichen Funde Ordnung und Gefüge zu bringen. Er ist so fasziniert von seinen Entdeckungen, dass er sogar die Freilassung in die Heimat ablehnt und freiwillig in Sibirien bleibt. Welchem Geheimnis war er auf der Spur? »75 Jahre später begibt sich Hermann Partzinger auf Meerhardts Fährte. Der Leiter der neu geschaffenen Eurasienabteilung des Deutschen Archäologischen Instituts sucht wie sein Vorbild Meerhardt an den Ufern des Jenissei nach Kurganen. Seit dem Ersten Weltkrieg war das Land für westliche Wissenschaftler tabu. Ein weißer Fleck auf der archäologischen Landkarte. 2000 Kilometer östlich des Urals, wo der Jenissei aus dem Sajan-Gebirge tritt, liegt das Minusinsker Becken.
Hier arbeitete Mehrhardt, heute auch Partzinger. Hermann Partzinger steht in der langen Tradition deutscher Forscher in Sibirien. Schon Peter der Große sandte deutsche Naturwissenschaftler tief ins unbekannte Land. Ein Felsen hoch über dem Jenissei. Zusammen mit seinem russischen Kollegen erkundet Partzinger vorzeitliche Felszeichnungen, Petroglyphen. Neben Tierdarstellungen fällt dabei ein Motiv besonders auf. Pfeil und Bogen. Jagdutensil oder tödliche Waffe im Kampf Mann gegen Mann. Wer waren die bogenschießenden Bewohner der Steppe? Das Gräberfeld von Suchanina. Es erstreckt sich über mehrere Kilometer am Fuß dieser heiligen Berge mit Tausenden von Gräbern. Was machte diesen Ort so außergewöhnlich? Und welche Völker begruben hier ihre Toten? Ein ebenso faszinierender wie einsamer Platz, an dem die Archäologen ihr Lager aufgeschlagen haben. Vor die Erkenntnis haben die Götter den Schweiß gesetzt. Die schweren Steinplatten eines eingestürzten Grabes müssen geborgen werden. Was verbirgt sich darunter? Partzinger hofft auf reiche Grabbeigaben. Keine Goldschätze, sondern wertvolle Hinweise auf eine versunkene Kultur. Im Camp wächst die Spannung. Waren die Grabräuber wieder einmal schneller als die Archäologen? Viele Stunden später gibt das Grab sein Geheimnis frei. Jetzt ist der Chef persönlich mit dem Pinsel zur Stelle. Er findet nicht viel. Ein Skelett und ein Gefäß. Ungewöhnlich wenig für ein Grab dieser Größe. Die Spuren deuten auf Grabräuber hin, die wohl schon vor Jahrhunderten die Kammer plünderten. Die Grabung muss sozusagen bald nach der Grablegung erfolgt sein. Zumindest solange die Grabkammer intakt war. Denn ich meine, die Steinabdeckung, die ist zwar eingesunken, die war aber völlig intakt. Also die Störung kam nicht von oben. Naja, aber diese Knochen. Ja, hier sieht man ja ganz gut, Eva Fiel. Guck mal, wie diese Störung, die hier rübergeht, dass der Raubschacht, der von der Seite praktisch kommt. Und das muss ein alter Raubschacht sein. Das Skelett liegen in zwei Schichten. Mhm. Die Enttäuschung im Team ist groß. War die ganze Anstrengung umsonst? Nein, sagt Hermann Partzinger. Für ihn bringt die Grabung trotz der Beraubung klare Erkenntnisse. Also in diesem Grab haben wir ein hunnenseitliches Grab. Dieses Gräberfeld ist ja über Jahrtausende belegt, fast alle sibirischen Kulturen sind hier vertreten. Und diese hunnenseitlichen Gräber bilden praktisch den Abschluss der Belegung, das sind die jüngsten. Erkennen kann man das ganz gut, sowohl an der Grabform, an der Grababdeckung, also rechteckige Kammern mit Steinplattenabdeckung, und dann natürlich auch an den Beigaben, also die Art der Bronzeknöpfe, die wir in dem Grab haben, auch das Fußgefäß, die Keramik, zeigen eindeutig eigentlich, dass es ein hunnenseitliches Grab ist. Ein multikultureller Friedhof, der mit den Hunnen um Christi Geburt endet. Aber schon mit der Afanasjevo-Kultur vor über 6000 Jahren begann. Gefäße der Andronovo-Kultur, mittlere bis späte Bronzezeit. Sie dehnte sich von hier bis zum Ural aus. Bogenhalter und Messer der Karasuk-Kultur des 2. Jahrtausends vor Christus. Sie breitete sich von hier bis in die Mongolei und Nordchina aus. Anschließend die Skythen. Ihre Dolche finden sich in Nordchina, Osteuropa und im Kaukasus. Dann die Hunnen. Sie vertreiben die Skythen und sind 600 Jahre später unter Attila in Europa.
ein chinesischer Spiegel. Sollten etwa die wilden Reiter aus der Steppe chinesische Kultur auf ihren Eroberungszügen gen Westen nach Europa transportiert haben? Partzinger ist diesem Kulturtransfer auf der Spur. Das wird ihm jedoch durch die modernen Menschen erschwert. Ein gigantischer Staudamm bei Krasnojarsk, der den Jenissei bei Bedarf bis hierher aufstaut, zerstört unzählige Gräber im Uferbereich. Sie brechen einfach weg, verschwinden für immer. Durch die Aufstauung des Jenisseis ist natürlich eine unglaubliche Zahl an Bodendenkmälern für die Wissenschaft verloren gegangen und für die Nachwelt letztlich. Denn es ist illusorisch zu glauben, dass man durch Grabungen, wenn sie 20 Jahre dauern, das alles untersuchen und retten kann. Was an den Ufern verloren geht, ist im Gebirge vielleicht noch erhalten. Mit einer alten Mi-8 fliegt Partzinger ins Sajan-Gebirge. Ein russischer Kollege hatte ihm einen Tipp gegeben. Dort oben gäbe es Eiskurgane, durch das Gebirgsklima besonders gut erhaltene Gräber. Partzinger hat etwas entdeckt. Die Piloten beginnen den Sinkflug. Hoffentlich hat sich der Archäologe nicht getäuscht. Lange können sie nicht mehr suchen. Spritprobleme. Zielsicher geht Partzinger über eine kleine Hochalm. Eingerahmt von steilen Berghängen. Ein idealer Standort. Die kleine Fläche bietet genügend Platz für den Begräbniskult und die Berghänge schützen den Kurgan vor zu viel Sonne und damit Wärme. Da ist er, der sagenhafte Eiskurgan. Auch auf den zweiten Blick eher unspektakulär. Doch Partzingers Herz schlägt höher. Hier möchte er graben. Er kann sich gut vorstellen, was die Steine verbergen. Mumien, goldbedeckt, perfekt erhalten durch die trockene Bergluft und eine Eisplatte, die sich in der Grabkammer gebildet hatte. Im benachbarten Altai-Gebirge wurden diese Funde gemacht. Die Haut einer Skythenprinzessin. Sie ist kunstvoll tätowiert. Grabbeigaben wie Kleider und Taschen sind erhalten. Und das Antlitz der Unbekannten. Der deutsche Pionier auf Mehrhards Spuren kann nur hoffen, dass die Russen ihm eine Grabungslizenz für den neu entdeckten Eiskurgan geben. Südlich des Sajan-Gebirges liegt das Land Tuwa, oft vergessen, zwischen Sibirien und der Mongolei. Viele Tuwiner leben nach dem Zerfall des Kommunismus und der Kolchosen wieder wie vor Hunderten von Jahren in der Jurte. Traditionelles Leben mit der Natur. Für Partzingers zweites Grabungsteam hier in Tuwa eine neue, unbekannte Welt. Gastfreundschaft ist oberstes Gebot. Und dass Partzinger im Gegenzug vom Hausherrn ein Schaf abkauft, ist nicht unklug. So hatte er einen zufriedenen Nachbarn seiner Grabung und ein Festessen für seine Mannschaft obendrein. Geschlachtet wird auf Tuwinisch, eine uralte Tradition, einzigartig auf der Welt. Mit der bloßen Hand wird dem Tier die Schlagader am Herz durchtrennt. Diese Art des Tötens hat einen Grund. Kein Blut soll den Boden berühren. Somit wird nach dem Glauben der Tuwiner das Tier geehrt.
Zudem geht kein Blut verloren für die Blutwurst, die gleich nach dem Schlachten gekocht wird. Also. Hauptgericht ist natürlich Schaschlik. Obwohl es Sommer ist, sind die Abende hier empfindlich kühl. Die deutsch-russische Grabungsmannschaft ist völlig auf sich allein gestellt. Sie schlafen in Zelten, kochen selbst ihr Essen, meistens Hirsebrei mit Konservenfleisch, reden über die Ereignisse des Tages. Tuva, das vergessene Land, ist ein Land zum Nachdenken. Nachdenken über Kultur und Natur, über Zivilisation und Wildnis. Sind wir Sesshaften den Nomaden wirklich überlegen? Parzingers Tuva-Grabung aus der Luft. Ein Kurgan, Teil eines riesigen vorzeitlichen Friedhofs, der sich über die ganze Ebene erstreckt. Die Grabbauten und Kultplätze zeugen hier, wie anderswo Städte, von einer hohen Kultur. Der kreisrunde Grabhügel wurde von den Archäologen im Profil aufgeschnitten. Dabei ist der Aufbau besonders gut zu sehen. Ecksteinbegrenzungen und die verschiedenen Schichten von Erdreich, Stein, Lehm und Grassoden. Eine sehr aufwendige Arbeit. Der Tote musste eine wichtige Rolle bei den Skythen gespielt haben. Über einen seitlichen Schacht, den die Ausgräber sonderbarerweise gefunden haben, gelangen sie in die Grabkammer. Dieser Zugang hatte sie schon stutzig gemacht, für Skythen untypisch, aber typisch für Grabräuber. Trotzdem wurden Parzingers Leute fündig. Und es funkelte sogar golden. Im Grabungszelt wird analysiert, was die Grabräuber vergessen haben. Sie hatten wohl fette Beute gemacht, da sie 3 Goldplättchen mit Vogelmotiven zurückließen. Parzinger glaubt, dass über 100 dieser Vögel das prächtige Kleid eines Skythen geschmückt haben. Prachtentfaltung vor 2500 Jahren. Kommen sie meistens in wesentlich größerer Zahl vor, also etliche Dutzend, bis hin zu 100 Stück. Weil das gerade beraubt war, kann sein, dass es vielleicht der letzte Rest war, der da liegen geblieben ist. Das war unten in diesem Raubschacht und da waren die ganzen Knochen, die rausgeräumt waren aus der Kammer. Haben da gesehen, wie die durchgestemmt war. Die Holzbrocken lagen da auch rum und einfach die Knochen rausgeräumt. Deshalb ist es jetzt schwierig zu sagen, ob es zum Diadem gehört oder nicht. Da lagen zwar Schädel, aber das kann man eigentlich nicht sagen. Es sieht eher so aus, dass das einfach von der Beraubung liegen geblieben ist. Parzingers russische Kollegen hatten 100 Kilometer entfernt mehr Glück. Sie fanden eine getrocknete Mumie aus der Skythenzeit. Grabräuber haben sie arg beschädigt. Gold war ihnen natürlich wichtiger als die für sie wertlosen Gebeine. Aufschlussreich auch die Bronzefunde der Kollegen. Ein Spiegel mit Pferdemotiv. Das Pferd war das Rückgrat der Nomadengesellschaft und wichtig für das Kriegshandwerk. Ein Streitpickel und die Spezialität der Skythen, 3 flügelige Pfeilspitzen. Aus vollem Galopp konnten die Skythenreiter ihre Pfeile sogar rückwärts abschießen. Wenn man an Skythen denkt, genauso an Hunnen, Awanen, bis hin zu den Türken, Mongolen, das sind immer wieder Völkerschaften gewesen, die aus den fernen Weiten der Eurasischen Steppe, weit aus dem Osten bis Mitteleuropa vorgestoßen sind und dort natürlich etliches bewirkt haben. Und es mag natürlich etwa in Ägypten menschheitsgeschichtlich bedeutendere Monumente und Entwicklungen gegeben haben, aber wenn wir wirklich unsere eigene Geschichte in Mitteleuropa verstehen wollen, halte ich es für ganz wesentlich, diese Komponente nun etwas verstärkt zu erforschen und sich den Ursprüngen dieser Völkerschaften zuzuwenden. Die Völker des Ostens haben die Geschichte Europas also kräftig mitgeprägt. Dieser mächtige Kurgan zeugt von ihrem Wissen und ihrer Kultur. Eine Kultur, die oft Krieg hieß und der viele sesshafte Hochkulturen nichts entgegenzusetzen hatten. Der Gipfel des heiligen Berges Ararat. Hier irgendwo soll Noahs Arche gestrandet sein. Sicher ist, dass am Fuß des 5000ers sich vor 3000 Jahren ein mächtiges Reich ausbreitete, Urartu.
die Mauern von Erebuni, 780 vor Christus, von König Argishti dem I. gegründet. Der Beginn der Stadt Erivan. Auf diesen Mauern gründete die Macht der Urartäer. Ihre Fürsten bewohnten Paläste. Eine Strohdeckung hielt die Raumtemperatur immer angenehm kühl. Geschützt wurde Urartu, das orientalische Reich am Ararat, von drei Hauptgöttern. Und natürlich von seinen scheinbar uneinnehmbaren Festungen. In dem Gebiet des heutigen Dreiländerecks Türkei, Iran und Armenien lag Urartu. Zur Zeit der Sowjetunion war Armenien für westliche Forscher tabu, terra incognita. Erst seit dem Fall des Eisernen Vorhangs darf Stefan Kroll für die Münchner Ludwig-Maximilians-Universität in Armenien forschen. Kroll und sein armenischer Kollege erhoffen sich am Steilufer eines Flusses Hinweise auf die Kriegszüge der Urartäer. Das ist die berühmte Marmaschen-Inschrift. In der ersten Zeile steht: Mit der Macht des Haldi, des urartäischen Gottes, eroberte ich die Stadt Irdani. Und dann zweimal: Ich eroberte das Land Iria. Und in der vierten Zeile steht etwas von der Stadt Irdanu. I conquered and I conquered again the land of Iria. Die Keilschrift im Felsen beweist, die Urartäer waren hier. Errichteten sie auch eine Festung, um ihre Eroberung zu behaupten? Wie alt der Grabungsbus ist, weiß nicht einmal sein Fahrer. Aber zuverlässig ist er. Jeden Morgen um 7 Uhr erklimmt er diesen Bergrücken auf einem Ausläufer des Aragas-Gebirges. Hier wurde tatsächlich eine versunkene Bastion entdeckt. Auf den ersten Blick ist das 4 Quadratkilometer große Areal eine Geröllwüste. Nur dem Blick des Archäologen offenbaren sich Mauern, Tore, Wachtürme. Warum bauten die Könige von Urartu in dieser Ödnis eine mächtige Festung? Fürchteten sie die fremden Reiter aus dem Osten? Welchem Zweck dienten die 1000 Meter langen Festungsmauern? Am Haupttor gräbt Kroll nach Antworten. Detektivarbeit mit Schaufel, Spachtel und Pinsel. Wieder nur eine Scherbe. Der große Fund steht immer noch aus. Eine Fibel aus Bronze. Damit ist immerhin eine genaue Datierung möglich. Schau mal, was ich da hab. Und die rote Scherbe erweist sich im Nachhinein doch noch als Glückstreffer. Das ist bisher das Erste, was wir hier haben. Der Turm ist da mit der Lanze. Das heißt, das gehört zu einer Königsfestung. Mhm. Weißt du, was das heißt? Das ist eine urartäische Königsfestung. Ist ja absolut krass. Die Freude des Archäologen ist verständlich. Dass der nördlichste Vorposten der Urartäer eine veritable Königsfestung war, ist eine Sensation. Jetzt ist sich Stefan Kroll sicher, warum hier riesige Felsquader zu hohen Mauern aufgetürmt wurden. Der natürliche Reichtum dieser Region an Vieh, Wild und Holz war für den urartäischen König Argishti der Anlass, sie zu erobern. Um diese Eroberung langfristig zu sichern, errichtete er mittels Kriegsgefangener und Deportierter diese Festung hier als Zwingburg. In der Festung führte er eine zentrale Verwaltung ein und die Bevölkerung überzog er mit einer rigiden Abgabenwirtschaft. Genau. Welche Bevölkerung lebte hier?
Ein bronzezeitliches Grab wird vermessen und dokumentiert. Archäologische Routine, die dem Leben vor 3000 Jahren auf der Spur ist. Nicht weit von den Gräbern entfernt, Tierknochen. Wurden hier Tiere den Göttern geopfert? Welche geheimnisvollen Rituale fanden dazu statt? Blut lief in dieses Becken. Wir befinden uns auf einem bronzezeitlichen Kultplatz, der bis in unsere Tage genutzt wurde. Rituelle Opferungen gibt es heute noch in Armenien. Mit dem Blut des Tieres sollen die Menschen gesegnet werden. Besonders zum Geburtstag der Kleinen oder zur Taufe wird ein geweihtes Schaf geschlachtet. Gelebte Tradition seit über 3000 Jahren. Außergewöhnlich ist, dass diese Opferungen in christlichen Klöstern vorgenommen werden. Heidnisches Brauchtum und Christentum sind in Armenien eine Symbiose eingegangen. Armenien ist ein urchristliches Land. Um 300 nach Christus gingen Missionare von hier aus nach Irland und in die Welt. Dem keltischen Kreuz ähnlich sind die uralten Steinkreuze auf diesem Friedhof. Armenien ist ein Land der Kreuze und Kirchen. Die Kirchendichte ist höher als in Bayern. Mittelalterliche Burgen zeugen davon, dass Armenien immer schon ein Durchzugsland für fremde Völkerschaften war. Kroll ist dem vergessenen Volk der Urartäer auf der Spur und den Gründen ihres Untergangs. Sie hatten es sich in ihren Festungen doch so gut eingerichtet. Ihre Steuereintreiber nahmen sich, was das Land hergab. Und das muss viel mehr gewesen sein als heute. Funde beweisen, dass sie damals aus dem Vollen schöpfen konnten. Das ist hier so das Gebiet, was wir... Naja, das sind diese riesigen Rinderbestände. An denen haben sich die Urartäer satt gefressen, wie sie hierher kamen. Das hat ihnen bestimmt geschmeckt. Stallungen mit gepflasterten Böden. Hinweis auf intensive Tierhaltung. Seltsam bearbeitete Steine. Die Archäologen deuten sie als Werkstätten zum Biegen von Holz. Für die Streitwagen der Herrscher? Eine Hochkultur hatte sich etabliert, mit allen Konsequenzen. Beim Bau der urartäischen Festung Khorom muss man nicht nur die Leistung der urartäischen Baumeister hier würdigen, sondern man muss auch berücksichtigen, welche Bürde der einheimischen Bevölkerung auf Dauer auferlegt wurde und welche Last damals bereits die Umwelt zu tragen hatte. Für den Bau der Festung benötigte man mindestens einen Wald mittlerer Größe und es begann damals wohl bereits ein Raubbau an den natürlichen Ressourcen, der die Region bis heute total entwaldet hat. Sesshaftigkeit ist wohl immer ein erster Schritt in eine Ausplünderung der natürlichen Umwelt. Mit der Ausplünderung der Natur bereiteten die Urartäer ihren Untergang selbst vor. Den Todesstoß versetzten ihnen die geheimnisvollen Reiter aus dem Osten. Karmir Blur, eine ihrer prächtigsten Festungen, sollte der neuen Angriffstaktik der Skythen zum Opfer fallen. Die stark befestigten Urartäer glaubten sich sicher vor den vermeintlich primitiven Reiternomaden. Ein gewaltiger Irrtum.
Das gut befestigte Haupttor ließen die Skythen nach eingehender Prüfung bewusst links liegen. An der Schwachstelle, einem Seitentor, begannen sie ihren Überraschungsangriff. Brandpfeile, abgeschossen von ihren beweglichen Pferden aus, auch rückwärts feuernd, wenn sie es mussten. Die schnellen Reiter waren so kaum zu treffen, doch ihre Pfeile sorgten in der Festung für ein flammendes Inferno. Das Chaos ausnützend stürmten sie das Nebentor und drangen in die Speicherräume der Urathäer. Auf deren Schätze hatten sie es abgesehen. Sie nahmen, was sie kriegen konnten, bevor alles ein Raub der Flammen wurde. Da halfen auch die Götter nicht mehr. Die Festung brannte vollkommen aus. Heute sieht man nur noch die verbrannten, feuerroten Ziegelreste. Sie geben dem Ort seinen Namen, Carmir Blur, Roter Hügel. Die Skythen hatten die Urathäer ins Herz getroffen. Das mächtige Königreich löst sich von innen her auf. Krolls Festung Horom wird kampflos aufgegeben. Zwei Welten waren aufeinandergeprallt. Die vermeintlich primitiven Nomaden ließen dem statischen, zivilisierten Reich keine Chance. Ein Einzelfall? Wie sah es weiter nördlich aus, Richtung Kaukasus, wo ein Kollege Krolls einem ähnlichen Phänomen auf der Spur ist? Wir verlassen Armenien und fahren 200 Kilometer weiter nach Tbilisi, Tiflis, der Hauptstadt Georgiens. Die Statue des wohl berühmtesten Georgiers ist an manchen Orten noch zu sehen. Stalin, der grausame Diktator, der sein Land vor der Welt abschottete. Andreas Furtwängler ist auf dem Weg zum Kultusministerium Georgiens. Die neu gewonnene Souveränität des Landes bot dem Archäologen erstmals die Chance, eine Grabungslizenz zu erhalten. Früher war alles viel schwieriger, als noch Moskaus langer Arm die Entscheidungen diktierte. Die Georgier sind heute froh, deutsches Know-how und natürlich auch deutsches Geld zur archäologischen Erforschung ihrer Geschichte ins Land zu bekommen. Die Zusammenarbeit mit den Behörden und den georgischen Partnern klappt. Georgien ist ein Land der Gegensätze und der Geheimnisse. Von der Schwarzmeerküste bis zu den Gipfeln des Kaukasus liegen so manche Rätsel verborgen. Das wussten schon die alten Griechen. Aus dem Land Kolchis, dem heutigen Georgien, hat der Argonautensage nach Jason das goldene Vlies gestohlen. Das wunderbare goldene Widderfell regte natürlich die Fantasie der Archäologen an. Kolchis ist entdeckt. Die Ruinen bargen herrlichen Schmuck, häufig mit Widderdarstellungen. Doch das sagenhafte goldene Vlies harrt bis heute seiner Entdeckung. Am Fuße der schneebedeckten Kaukasusgipfel ist Furtwängler einer unbekannten, versunkenen Zivilisation auf der Spur. Nur mit dem Geländewagen und nur bei trockener Witterung ist sein ostgeorgischer Grabungsort zu erreichen. Bisher eine archäologisch weitgehend unerforschte Gegend. Hier wurde noch nie gegraben. Wahre Pionierarbeit also. Furtwängler dirigiert ein kleines Team von Spezialisten. Jeder ein Ass auf seinem Gebiet, wie er nicht ohne Stolz erzählt. Sie haben eine eisenzeitliche Siedlung um 700 vor Christus freigelegt. Auf die Überreste eines Gehöftes oder eines Gutshofes einer noch namenlosen Kultur sind sie schon vor einem Jahr gestoßen. Jetzt wird systematisch weitergeforscht, Schicht für Schicht,
in 3 Zentimeter-Schritten. Immer wieder stoßen sie auf eine Vielzahl von Gräbern aus der Stalinzeit. Opfer einer verheerenden Epidemie oder von Säuberungen? Weiter unten Kindergräber aus der Eisenzeit. Wie kamen die Kinder zu Tode? Sie finden Brandspuren und dann auch noch Pfeilspitzen. Eindeutig skytisch. Für Furtwängler ist die Sache klar. Er wagt eine Rekonstruktion der Ereignisse vor 2650 Jahren. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Skythen sehr raffinierte Waffen schon besaßen. Diese Waffen, die waren äußerst unangenehm. Sie hatten Widerhaken, sie waren vergiftet, mit Leichengift oft versetzt. Die Menschen starben in kürzester Zeit. Also gegen solche Leute hatten die überhaupt keine Chancen. Und das sieht man hier nicht. Die sind ja hier überfallen worden. Die haben das alles in Brand gesteckt. Die Leichen von Tieren liegen da herum. Die Leute sind entweder verschleppt worden oder sie sind kurz vorher noch geflohen. Es ist sicher eine ganz grausame Geschichte gewesen. Ich meine, man kann sich vorstellen, wenn man hier wohnt, man sieht da aus der Ferne die Reitervölker auf einen zukommen, da bekamen die schon mit der Angst und waren natürlich denen überhaupt nicht gewachsen. Da ist er wieder, der Fluch der Skythen. Diesmal trifft er ein unbekanntes Bauernvolk. Zurück ins Heute. Im Museum von De Dubliscaro präparieren die Archäologen ihre Funde. Dabei wird manchmal handfest experimentiert. So fanden sie heraus, was es mit den seltsamen Tonstempeln auf sich hatte. Ganz toll ausgeniert. Ja. Absolut überzeugend. Nicht? Diesen hier, der passt ja ganz genau rein. Das ist der, ja. Ja, das sollte man dokumentieren. Mit ihnen wurde Brot gestempelt und somit geweiht. Die gehörnten Tonmasken deuten auf kultische Rituale zur Abwehr von Schadenzauber. Primitive Schleudersteine, die Waffen der Bauern. Damit hatten sie gegen die skythischen Pfeilspitzen keine Chance. Im Grabungshaus ist wieder einmal Stromausfall. Furtwängler und seine Leute sind daran gewöhnt. Wie Gero von Meerhardt vor 80 Jahren vertrauen sie eben auf das schwache Licht der Petroleumlampe. Dalyoko, ganz weit weg. Irgendwo in Georgien, Armenien, Sibirien sind Archäologen unterwegs, die Rätsel der Vergangenheit zu lüften. Weite Reisen und extreme Grabungsbedingungen, wie wir sie mit Hermann Partzinger und seinen Kollegen erlebt haben, beweisen, das Abenteuer Archäologie geht weit über das Restaurieren von Töpfen und Mauern hinaus. Es geht um die Entdeckung verschollener Kulturen und deren Hinterlassenschaft. Gero von Meerhardt war einer der Ersten, der Ursprünge der europäischen Kultur im Osten suchte. Seine Nachfolger können heute belegen, dass die Reitervölker der Steppe alles andere als wilde waren. Diese Nomaden waren in manchem uns Sesshaften weit überlegen. Nur weil sie anders waren, wurden sie wilde genannt. Sie haben zwar keine Paläste hinterlassen, dafür eine intakte Umwelt. Heute würde man sagen, sie hatten ein alternatives Lebenskonzept. Wir könnten also von den geheimnisvollen Reitern lernen. Die Kultur, die aus der Steppe kam, hat mehr mit unserer europäischen Geschichte zu tun als die Pyramiden Ägyptens. Die Enträtselung der Geheimnisse, die in den Weiten des Ostens verborgen sind,
ist von großer Bedeutung für unsere Zivilisation. Grund genug, genau hinzuschauen. Südlich des Sayan-Gebirges liegt das Land Tuwa, oft vergessen, zwischen Sibirien und der Mongolei. Viele Tuwiner leben nach dem Zerfall des Kommunismus und der Kolchosen wieder wie vor Hunderten von Jahren in der Jurte. Traditionelles Leben mit der Natur. Für Parzingers zweites Grabungsteam hier in Tuwa eine neue, unbekannte Welt. Gastfreundschaft ist oberstes Gebot. Und dass Parzinger im Gegenzug vom Hausherrn ein Schaf abkauft, ist nicht unklug. So hat er einen zufriedenen Nachbarn seiner Grabung und ein Festessen für seine Mannschaft obendrein. Geschlachtet wird auf Tuwinisch, eine uralte Tradition, einzigartig auf der Welt. Mit der bloßen Hand wird dem Tier die Schlagader am Herz durchtrennt. Diese Art des Tötens hat einen Grund. Kein Blut soll den Boden berühren. Somit wird nach dem Glauben der Tuwiner das Tier geehrt. Zudem geht kein Blut verloren für die Blutwurst, die gleich nach dem Schlachten gekocht wird. Hauptgericht ist natürlich Schaschlik. Obwohl es Sommer ist, sind die Abende hier empfindlich kühl. Die deutsch-russische Grabungsmannschaft ist völlig auf sich allein gestellt. Sie schlafen in Zelten, kochen selbst ihr Essen, meistens Hirsebrei mit Konservenfleisch, reden über die Ereignisse des Tages. Tuwa, das vergessene Land, ist ein Land zum Nachdenken. Nachdenken über Kultur und Natur, über Zivilisation und Wildnis. Sind wir Sesshaften den Nomaden wirklich überlegen? Parzingers Tuwa-Grabung aus der Luft. Ein Kurgan, Teil eines riesigen vorzeitlichen Friedhofs, der sich über die ganze Ebene erstreckt. Die Grabbauten und Kultplätze zeugen hier, wie anderswo Städte, von einer hohen Kultur. Der kreisrunde Grabhügel wurde von den Archäologen im Profil aufgeschnitten. Dabei ist der Aufbau besonders gut zu sehen. Ecksteinbegrenzungen und die verschiedenen Schichten von Erdreich, Stein, Lehm und Grassoden. Eine sehr aufwendige Arbeit. Der Tote musste eine wichtige Rolle bei den Skythen gespielt haben. Über einen seitlichen Schacht, den die Ausgräber sonderbarerweise gefunden haben, gelangen sie in die Grabkammer. Dieser Zugang hatte sie schon stutzig gemacht, für Skythen untypisch, aber typisch für Grabräuber. Trotzdem ja vor den vermeintlich primitiven Reiternomaden. Ein gewaltiger Irrtum. Das gut befestigte Haupttor ließen die Skythen nach eingehender Prüfung bewusst links liegen. An der Schwachstelle, einem Seitentor, begannen sie ihren Überraschungsangriff. Brandpfeile, abgeschossen von ihren beweglichen Pferden aus, auch rückwärts feuernd, wenn sie es mussten. Die schnellen Reiter waren so kaum zu treffen, doch ihre Pfeile sorgten in der Festung für ein flammendes Inferno. Das Chaos ausnützend stürmten sie das Nebentor und drangen in die Speicherräume der Urartäer. Auf deren Schätze hatten sie es abgesehen.
Sie nahmen, was sie kriegen konnten, bevor alles ein Raub der Flammen wurde. Da halfen auch die Götter nicht mehr. Die Festung brannte vollkommen aus. Heute sieht man nur noch die verbrannten, feuerroten Ziegelreste. Sie geben dem Ort seinen Namen, Carmyr Blur, roter Hügel. Die Skythen hatten die Urartäer ins Herz getroffen. Das mächtige Königreich löst sich von innen her auf. Krolls Festung Horom wird kampflos aufgegeben. Zwei Welten waren aufeinandergeprallt. Die vermeintlich primitiven Nomaden ließen dem statischen, zivilisierten Reich keine Chance. Ein Einzelfall? Wie sah es weiter nördlich aus, Richtung Kaukasus, wo ein Kollege Krolls einem ähnlichen Phänomen auf der Spur ist? Wir verlassen Armenien und fahren 200 Kilometer weiter nach Tbilisi, Tiflis, der Hauptstadt Georgiens. Die Statue des wohl berühmtesten Georgiers ist an manchen Orten noch zu sehen, Stalin, der grausame Diktator, der sein Land vor der Welt abschottete. Andreas Furtwängler ist auf dem Weg zum Kultusminister mit Vogelmotiven zurückließen. Parzinger glaubt, dass über 100 dieser Vögel das prächtige Kleid eines Skythen geschmückt haben. Prachtentfaltung vor 2500 Jahren. Aufgenäht sind, kommen sie meistens in wesentlich größerer Zahl vor, also etliche Dutzend bis hin zu 100 Stück, weil das Grab ja beraubt war. Kann sein, dass es vielleicht der letzte Rest war, der da liegen geblieben ist. Das war unten in diesem Raubschacht und da waren die ganzen Knochen, die rausgeräumt waren aus der Kammer. Hat man gesehen, wie die durchgestemmt war. Die Holzbrocken lagen da auch rum und einfach die Knochen rausgeräumt. Deshalb ist es jetzt schwierig zu sagen, ob es zum Diadem gehört oder nicht. Da lagen zwar Schädel, aber das kann man eigentlich nicht sagen. Es sieht eher so aus, dass das einfach von der Beraubung liegen geblieben ist. Parzingers russische Kollegen hatten 100 Kilometer entfernt mehr Glück. Sie fanden eine getrocknete Mumie aus der Skythenzeit. Grabräuber haben sie arg beschädigt. Gold war ihnen natürlich wichtiger als die für sie wertlosen Gebeine. Aufschlussreich auch die Bronzefunde der Kollegen. Ein Spiegel mit Pferdemotiv. Das Pferd war das Rückgrat der Nomadengesellschaft und wichtig für das Kriegshandwerk. Ein Streitpickel und die Spezialität der Skythen, dreiflügelige Pfeilspitzen. Aus vollem Galopp konnten die Skythenreiter ihre Pfeile sogar rückwärts abschießen. Wenn man an Skythen denkt, genauso an Hunnen, Awanen, bis hin zu den Türken, Mongolen. Das sind immer wieder Völkerschaften gewesen, die aber aus den fernen Weiten der Eurasischen Steppe weit aus dem Osten bis Mitteleuropa vorgestoßen sind und dort natürlich etliches bewirkt haben. Und es mag natürlich etwa in Ägypten menschheitsgeschichtlich bedeutendere Monumente und Entwicklungen gegeben haben, aber wenn wir wirklich unsere eigene Geschichte in Mitteleuropa verstehen wollen, halte ich es für ganz wesentlich, diese Komponente nun etwas verstärkt zu erforschen und sich den Ursprüngen dieser Völkerschaften zuzuwenden. Die Völker des Ostens haben die Geschichte Europas also kräftig mitgeprägt. Dieser mächtige Kurgan zeugt von ihrem Wissen und ihrer Kultur. Eine Kultur, die oft Krieg hieß und der viele sesshafte Hochkulturen nichts entgegenzusetzen hatten. Der Gipfel des heiligen Berges Ararat. Hier irgendwo soll Noahs Arche gestrandet sein. Sicher ist, dass am Fuß des 5000ers sich vor 3000 Jahren ein mächtiges Reich ausbreitete, Urartu. Die Mauern von Erebuni, 780 vor Christus, von König Argishti I. gegründet, der Beginn der Stadt Erivan. Auf diesen Mauern gründete die Macht der Urartäer, war uneinnehmbaren Festungen. In dem Gebiet des heutigen Dreiländerecks Türkei, Iran und Armenien lag Urartu. Zur Zeit der Sowjetunion war Armenien für westliche Forscher tabu.
Terra Incognita. Erst seit dem Fall des Eisernen Vorhangs darf Stefan Kroll für die Münchner Ludwig-Maximilians-Universität in Armenien forschen. Kroll und sein armenischer Kollege erhoffen sich am Steilufer eines Flusses Hinweise auf die Kriegszüge der Urartäer. Das ist die berühmte Marmaschen-Inschrift. In der ersten Zeile steht: Mit der Macht des Haldi, des urartäischen Gottes, eroberte ich die Stadt Irdani. Und dann zweimal: Ich eroberte das Land Iria. Und in der vierten Zeile steht etwas von der Stadt Irdanu. I conquered and I conquered again the land of Iria. Die Keilschrift im Felsen beweist, die Urartäer waren hier. Errichteten sie auch eine Festung, um ihre Eroberung zu behaupten? Wie alt der Grabungsbus ist, weiß nicht einmal sein Fahrer. Aber zuverlässig ist er. Jeden Morgen um 7 Uhr erklimmt er diesen Bergrücken auf einem Ausläufer des Aragas-Gebirges. Hier wurde tatsächlich eine versunkene Bastion entdeckt. Auf den ersten Blick ist das 4 Quadratkilometer große Areal eine Geröllwüste. Nur dem Blick des Archäologen offenbaren sich Mauern, Tore, Wachtürme. Warum bauten die Könige von Urartu in dieser Ödnis eine mächtige Festung? Fürchteten sie die fremden Reiter aus dem Osten? Welchem Zweck dienten die 1000 Meter langen Festungsmauern? Am Haupttor gräbt Kroll nach Antworten. Detektivarbeit mit Schaufel, Spachtel und Pinsel. Wieder nur eine Scherbe. Der große Fund steht immer noch aus. Indien ist ein Land der Gegensätze und der Geheimnisse. Von der Schwarzmeerküste bis zu den Gipfeln des Kaukasus liegen so manche Rätsel verborgen. Das wussten schon die alten Griechen. Aus dem Land Kolchis, dem heutigen Georgien, hat der Argonautensage nach Jason das goldene Vlies gestohlen. Das wunderbare goldene Witterfell regte natürlich die Fantasie der Archäologen an. Kolchis ist entdeckt. Die Ruinen bargen herrlichen Schmuck, häufig mit Widderdarstellungen. Doch das sagenhafte goldene Vlies harrt bis heute seiner Entdeckung. Am Fuße der schneebedeckten Kaukasusgipfel ist Furt Wengler einer unbekannten, versunkenen Zivilisation auf der Spur. Nur mit dem Geländewagen und nur bei trockener Witterung ist sein ostgeorgischer Grabungsort zu erreichen. Bisher eine archäologisch weitgehend unerforschte Gegend. Hier wurde noch nie gegraben. Wahre Pionierarbeit also. Furt Wengler dirigiert ein kleines Team von Spezialisten. Jeder ein Ass auf seinem Gebiet, wie er nicht ohne Stolz erzählt. Sie haben eine eisenzeitliche Siedlung um 700 vor Christus freigelegt. Auf die Überreste eines Gehöftes oder eines Gutshofes einer noch namenlosen Kultur sind sie schon vor einem Jahr gestoßen. Jetzt wird systematisch weitergeforscht, Schicht für Schicht, in 3 Zentimeter Schritten. Immer wieder stoßen sie auf eine Vielzahl von Gräbern aus der Stalinzeit. Opfer einer verheerenden Epidemie oder von Säuberungen? Weiter unten Kindergräber aus der Eisenzeit. Wie kamen die Kinder zu Tode? Sie finden Brandspuren
und dann auch noch Pfeilspitzen. Eindeutig skythisch. Für Furtwängler ist die Sache klar. Er wagt eine Rekonstruktion der Ereignisse vor 2650 Jahren. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Skythen sehr raffinierte Waffen schon besaßen. Diese Waffen, die waren äußerst unangenehm. Sie hatten Widerhaken, sie waren vergiftet, mit Leichengift oft versetzt. Die Menschen starben in kürzester Zeit. Also gegen solche Leute hatten die überhaupt keine Chancen. Und das sieht man hier nicht. Die sind ja hier überfallen worden. Die haben das alles in Brand gesteckt. Die Leichen von Tieren liegen da herum. Die Leute sind entweder verschleppt worden oder sie sind kurz vorher noch geflohen. Ja, das sollte man dokumentieren. Mit ihnen wurde Brot gestempelt und somit geweiht. Die gehörnten Tonmasken deuten auf kultische Rituale zur Abwehr von Schadenzauber. Primitive Schleudersteine, die Waffen der Bauern. Damit hatten sie gegen die skythischen Pfeilspitzen keine Chance. Im Grabungshaus ist wieder einmal Stromausfall. Furtwängler und seine Leute sind daran gewöhnt. Wie Gero von Meerhardt vor 80 Jahren vertrauen sie eben auf das schwache Licht der Petroleumlampe. Dal-Yoko, ganz weit weg. Irgendwo in Georgien, Armenien, Sibirien sind Archäologen unterwegs, die Rätsel der Vergangenheit zu lüften. Weite Reisen und extreme Grabungsbedingungen, wie wir sie mit Hermann Partzinger und seinen Kollegen erlebt haben, beweisen, das Abenteuer Archäologie geht weit über das Restaurieren von Töpfen und Mauern hinaus. Es geht um die Entdeckung verschollener Kulturen und deren Hinterlassenschaft. Gero von Meerhardt war einer der Ersten, der Ursprünge der europäischen Kultur im Osten suchte. Seine Nachfolger können heute belegen, dass die Reitervölker der Steppe alles andere als wilde waren. Diese Nomaden waren in manchem uns Sesshaften weit überlegen. Nur weil sie anders waren, wurden sie wilde genannt. Sie haben zwar keine Paläste hinterlassen, dafür eine intakte Umwelt. Heute würde man sagen, sie hatten ein alternatives Lebenskonzept. Wir könnten also von den geheimnisvollen Reitern lernen. Die Kultur, die aus der Steppe kam, hat mehr mit unserer europäischen Geschichte zu tun als die Pyramiden Ägyptens. Die Enträtselung der Geheimnisse, die in den Weiten des Ostens verborgen sind, ist von großer Bedeutung für unsere Zivilisation. Grund genug, genau hinzuschauen. Viele Stunden später gibt das Grab sein Geheimnis frei. Jetzt ist der Chef persönlich mit dem Pinsel zur Stelle. Er findet nicht viel. Ein Skelett und ein Gefäß. Ungewöhnlich wenig für ein Grab dieser Größe. Die Spuren deuten auf Grabräuber hin, die wohl schon vor Jahrhunderten die Kammer plünderten. Die Grabung muss sozusagen bald nach der Grablegung erfolgt sein. Ja, zumindest solange die Grabkammer intakt war. Denn ich meine, die Steinabdeckung, die ist zwar eingesunken, die war aber völlig intakt. Also die Störung kam nicht von oben. Naja, aber diese Knochen. Naja, na, hier sieht man ja ganz gut im Profil. Guck mal, hier diese Störung, die hier rüber geht, das ist der Raubschacht, der von der Seite praktisch kommt. Und das muss ein alter Raubschacht sein. Das Skelett in den zwei Schichten. Mhm. Die Enttäuschung im Team ist groß. War die ganze Anstrengung umsonst? Nein, sagt Hermann Partzinger. Für ihn bringt die Grabung trotz der Beraubung klare Erkenntnisse. Naja,
Also in diesem Grab haben wir ein hunnenzeitliches Grab. Dieses Gräberfeld ist ja über Jahrtausende belegt. Fast alle sibirischen Kulturen sind hier vertreten. Und diese hunnenzeitlichen Gräber bilden praktisch den Abschluss der Belegung. Das sind die jüngsten. Erkennen kann man das ganz gut, sowohl an der Grabform, an der Grababdeckung, also rechteckige Kammern mit Steinplattenabdeckung, und dann natürlich auch an den Beigaben, also die Art der Bronzeknöpfe, die wir in dem Grab haben, auch das Fußgefäß, die Keramik, zeigen eindeutig eigentlich, dass es ein hunnenzeitliches Grab ist. Ein multikultureller Friedhof, der mit den Hunnen um Christi Geburt endet. Aber schon mit der Afanasjewo-Kultur vor über 6000 Jahren begann. Gefäße der Andronovo-Kultur, mittlere bis späte Bronzezeit. Sie dehnte sich von hier bis zum Ural aus. Bogenhalter und Messer der Karasuk-Kultur des 2. Jahrtausends vor Christus. Sie breitete sich von hier bis in die Mongolei und Nordchina aus. Anschließend die Skythen. Ihre Dolche finden sich in Nordchina, Osteuropa und im Kaukasus. Dann die Hunnen. Sie vertreiben die Skythen und sind 600 Jahre später unter Attila in Europa. Ein chinesischer Spiegel. Sollten etwa die wilden Reiter aus der Steppe chinesische Kultur auf ihren Eroberungszügen gen Westen nach Europa transportiert haben? Parzinger ist diesem Kulturtransfer auf der Spur. Das wird ihm jedoch durch die modernen Menschen erschwert. Ein gigantischer Staudamm bei Krasnojarsk, der den Jenissee bei Bedarf bis hierher aufstaut, zerstört unzählige Gräber im Uferbereich. Sie brechen einfach. Denn es ist illusorisch zu glauben, dass man durch Grabungen, wenn sie 20 Jahre dauern, das alles untersuchen und retten kann. Was an den Ufern verloren geht, ist im Gebirge vielleicht noch erhalten. Mit einer alten Mi-8 fliegt Parzinger ins Sajan-Gebirge. Ein russischer Kollege hatte ihm einen Tipp gegeben. Dort oben gäbe es Eiskurgane, durch das Gebirgsklima besonders gut erhaltene Gräber. Parzinger hat etwas entdeckt. Die Piloten beginnen den Sinkflug. Hoffentlich hat sich der Archäologe nicht getäuscht. Lange können sie nicht mehr suchen. Spritprobleme. Zielsicher geht Parzinger über eine kleine Hochalm. Eingerahmt von steilen Berghängen. Ein idealer Standort. Die kleine Fläche bietet genügend Platz für den Begräbniskult und die Berghänge schützen den Kurgan vor zu viel Sonne und damit Wärme. Da ist er, der sagenhafte Eiskurgan. Auch auf den zweiten Blick eher unspektakulär. Doch Parzingers Herz schlägt höher. Hier möchte er graben. Er kann sich gut vorstellen, was die Steine verbergen. Mumien, goldbedeckt, perfekt erhalten durch die trockene Bergluft und eine Eisplatte, die sich in der Grabkammer gebildet hatte. Im benachbarten Altai-Gebirge wurden diese Funde gemacht. Die Haut einer Skythenprinzessin. Sie ist kunstvoll tätowiert. Grabbeigaben wie Kleider und Taschen sind erhalten. Und das Antlitz der Unbekannten. Der deutsche Pionier auf Mehrhards Spuren, Parzinger vorzeitliche Felszeichnungen, Petroglyphen. Das
Neben Tierdarstellungen fällt dabei ein Motiv besonders auf. Pfeil und Bogen. Jagdutensil oder tödliche Waffe im Kampf Mann gegen Mann. Wer waren die bogenschießenden Bewohner der Steppe? Das Gräberfeld von Suchanina. Es erstreckt sich über mehrere Kilometer am Fuß dieser heiligen Berge mit Tausenden von Gräbern. Was machte diesen Ort so außergewöhnlich? Und welche Völker begruben hier ihre Toten? Ein ebenso faszinierender wie einsamer Platz, an dem die Archäologen ihr Lager aufgeschlagen haben. Vor die Erkenntnis haben die Götter den Schweiß gesetzt. Die schweren Steinplatten eines eingestürzten Grabes müssen geborgen werden. Was verbirgt sich darunter? Partzinger hofft auf reiche Grabbeigaben, keine Goldschätze, sondern wertvolle Hinweise auf eine versunkene Kultur. Im Camp wächst die Spannung. Waren die Grabräuber wieder einmal schneller als die Archäologen? Viele Stunden später gibt das Grab sein Geheimnis frei. Jetzt ist der Chef persönlich mit dem Pinsel zur Stelle. Er findet nicht viel. Ein Skelett und ein Gefäß. Ungewöhnlich wenig für ein Grab dieser Größe. Die Spuren deuten auf Grabräuber hin, die wohl schon vor Jahrhunderten die Kammer plünderten. Die Grabung muss sozusagen bald nach der Grablegung erfolgt sein. Ja, zumindest solange die Grabkammer intakt war. Denn ich meine, die Steinabdeckung, die ist zwar eingesunken, die war aber völlig intakt. Also die Störung kam nicht von oben. Naja, aber diese Knochen. Naja, hier sieht man ja ganz gut die Profile. Guck mal, hier diese Störung, die hier rüber geht, das ist der Raubschacht, der von der Seite praktisch kommt. Und das muss ein alter Raubschacht sein.